Oh, liebe Leute, muss ein bisschen Pause machen. Ich war gerade ein bisschen Gartenarbeiten, habe da Topinambur, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, gepflanzt in Töpfen, weil wenn ihr das so pflanzt, das kommt immer wieder. Ihr habt keine Chance mehr oder zumindest keine gute Chance, es wieder rauszukriegen. Rasen kann man es einfach niedermähen jedes Jahr, wenn man es nicht haben will, aber ich habe es bewusst angepflanzt, weil das einen hohen Ertrag hat. Und die Knolle ist eigentlich vor der Kartoffel nach Deutschland gekommen und war ja beim Sonnenkönig sehr beliebt. Und danach ist Vergessenheit geraten, wurde als Pferdefutter benutzt, aber es hat einen guten Nährwert und vor allem keine Stärke, also ist auch für Diabetiker geeignet. Ja, danach ging mir ein Garten. Ich möchte vorher allerdings noch etwas erzählen. Ich habe jetzt mehrfach Gespräche gehabt mit Leuten, die angefangen haben, ja, mich anzusprechen, weil sie wissen, dass ich gärtnere und sie wollen jetzt auch gärtnern und in der Krise und es ist alles so teuer und viele davon äußern dann immer den, ja, da können wir uns ja selbst versorgen. Ja, Leute, nee. Selbstversorgung, wenn ihr einen Hektar pro Person habt, dann könnt ihr es übers Jahr vielleicht schaffen, euch selbst zu versorgen, ansonsten eher nicht. Ihr könnt sparen, ihr könnt ein bisschen Zubrot machen. Ich kaufe zum Beispiel jetzt keine Essiggurken mehr. Ich habe jetzt bis jetzt schon so ungefähr 20 Essiggurkengläser eingemacht mit der Ernte, die ich bis jetzt eingefahren habe. Ab und zu mal eine Kürbissuppe, weil die schmeiße ich heute raus. Da kommen dafür die Tomaten hin. Die Tomaten habe ich dieses Jahr auch anders angebaut, hängend und stehend. Aber jetzt werdet ihr dann sehen. Was noch gesagt werden muss, wenn man sich selbst was anbaut. Ja, im Garten, in seinem eigenen Garten, auf dem Balkon. Ich habe dieses Jahr leider den Balkon nutzen müssen, weil die Hochbeete waren von Schnecken überlaufen. Ich bin der Schneckenplage nicht Herr geworden. Dann bleibt einem halt nur eine kleinere Fläche. Aber das ist trotzdem sehr arbeitsintensiv. Es ist nicht so, dass man es anpflanzt und dann lässt man stehen, sondern man muss natürlich dann immer wieder gießen, Unkraut zupfen, düngen. Es ist vor allem verschiedene Arbeiten im Garten an. Die Leute stellen sich das immer so optimal und so schön vor. Ich habe einen Garten, ich setze da was rein und das wächst dann einfach so. Das ist nicht der Fall, Leute. Um jetzt nur mal zwei Personen wirklich hundertprozentig aus Selbstversorgersicht zu ernähren, das schafft ihr nicht mehr mit einem Vollzeitjob. Das schafft ihr allenfalls mit einem Teilzeitjob. Und da würde ich sagen, schon schwierig. Wenn ihr aber eine ganze Familie habt mit vier Personen oder mehr, also zwei Erwachsene, drei Kinder, dann wird das schon happig. Da braucht ihr auch 4 Hektar, die zu bewirtschaften. Boah, da hängt eine ganze Menge dran und da braucht ihr auch die Gerätschaften. Also im urbanen Gartenbau ist eine hundertprozentige Selbstversorgung nicht zu erreichen. Den Traum muss ich euch nehmen, Leute. Ihr könnt sparen, ihr habt dann Tomaten, ihr könnt vielleicht auch mal Ketchup draus machen oder einen Tomatensalat, ihr könnt die Salat als Beilage benutzen. Ihr braucht keine Peperonis mehr kaufen, die habe ich auch angebaut. Gurken, Essiggurken könnt ihr einlegen. Verschiedenste Dinge, ich habe auch Kresse angebaut, weil die Kresse als Salat ganz gut ist. Ja, verschiedenste Dinge kann man machen, aber davon kriegt man keine hundertprozentige Selbstversorgung hin. Das ist unmöglich, Leute. Urbaner Gartenbau heißt ja eigentlich auch, man versucht in der Stadt so viel wie möglich herauszuholen. Und wer jetzt nur einen Balkon hat, ja, wie soll der dann sich selbst versorgen können? Selbst Leute mit einem großen Garten geben dann nach einem halben Jahr wieder auf, weil sie feststellen, neben ihrer Arbeit von 8 Stunden schaffen sie das nicht auch noch jeden Tag da im Garten was zu tun oder jeden zweiten Tag. Also knickt es mal. Ich zeige euch dann noch meinen kleinen Rundgang im Garten, was ich so angebaut habe, wie es bei mir aussieht. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, da vorne hängen Tomaten runter vom Balkon. Hier noch ein Kürbisse, die kommen weg, da kommen dann auch Tomaten hin. Hier habe ich noch eine stehend angepflanzte Tomate. Und das hier, ach, man kann es schwer erkennen. Das sind Peperonis, die sind besonders scharf, aber das macht nichts. Die kann man auch über Winter, habe ich gelesen, im Haus überwintern, wenn sie einigermaßen warm gehalten werden. Ja, da sind Gurken dran. Ja, man sieht auch so noch ein paar Gläschen. Ich habe davon ja schon gesagt, ein paar habe ich eingemacht. Hier, da oben, da, da drüben hängen auch noch ein paar runter. Die kommen noch. Ja, hier habe ich rote Beete, so wie es klingt. Ich habe die in alten Obstkörben angepflanzt. Ja, die Knollen kommen langsam. Das sieht man schon. Da habe ich auch noch mal rote Beete. Da sind die Knollen auch schon zu sehen. Wenn wir das Blatt hier wegkriegen, ist sogar noch besser. Ja.
Da habe ich Tony angepflanzt. Ja, in diesen drei Drügen. In den beiden hier habe ich noch Rettiche eingepflanzt. Die kommen dieses Jahr noch. Das andere kommt ja sowieso erst nächstes Jahr im Frühjahr raus. Und kann erst Oktober, ab November bis März dann geerntet werden. Hier habe ich auch noch mal Kugelrettiche, Radieschen, hier Ingwer, ein bisschen Kopfsalat, dann noch mal Tomaten. Man sieht auch schon, ein paar sind dran, so kleine Tomätchen. Bin wundert, warum da so Flaschen drauf stecken. Das ist meine Bewässerung. Wie ihr seht, blubbert es immer wieder mal. Da sind noch ein Tomätchen drauf. Hier habe ich Erbsen angepflanzt. Das ist Brunnengresse. Noch mal ein bisschen Rettich in drei Schalen. Hier unten auch noch mal Rettich. Noch mal ein bisschen Salat. Ja, Kartoffeltrog habe ich noch da, einen kleinen, ein bisschen ja, Erdbeeren. Dann haben wir zwei Bienenvölker. Sage ich gleich, die machen Arbeit. Also pro Woche muss man mindestens mit einer Stunde pro Volk rechnen. Ja, hier habe ich nochmal Topinambur, Tonimam, habe ich nochmal dieses ominöse Plänzchen angebrannt, den Kartoffelersatz eingebracht. Wir haben hier noch ein paar Hochbeete, die dieses Jahr nicht bewirtschaftet sind. Ja, ein Rhabarber. Kräutertechnisch, ja, Sauampfer. Das sind schon die abgeernten Stängel von Maggikraut, Zitronenmelisse. Da haben wir noch Salbei und Thymian, ein verwaistes Stückchen Rosmarin. Da wachsen Himbeeren und diese Sträucher hier, das sind schwarze Johannisbeeren. Da kommen dann noch zwei Sträucher rein, vielleicht mal eine weiße und eine rote. Ja, wie gesagt, die Beete. War dieses Jahr nichts, die werde ich jetzt auch umbauen. Ich werde das Holz rausnehmen müssen, das verrottet langsam und werde das durch Stein ersetzen. Ja, dann haben wir hier noch Obstbäume, Säulenbäume. Das sind zwei Äpfel und zwei Kirschen. Die muss ich auch noch schneiden. Ja. Düngen, ja, düngen. Natürlich dieses Jahr mit Flüssigdünger, so wie man sieht hier drin, Jauche. Boah, stinkt aber ganz schön. Dann haben wir noch so einen kleinen Vorgarten. Da habe ich auch noch mal rote Beete angepflanzt, wieder Peperonis. Auf beiden Seiten so ein bisschen. Da unten haben wir drei Tröge, nein, vier Tröge mit Kartoffeln. Und hier drüben noch mal rote Beete. Da kann man sicherlich noch das ein oder andere aufstellen. Ja, wenn die Kartoffeln da draußen sind, dann baue ich auch diesen Kartoffelersatz an. Wahrscheinlich auch in diesen, nein, zwei von diesen vier Trügen. Und vielleicht kaufe ich da noch mal zwei oder drei Trüge und baue da auch noch was an. Mal schauen. So ein Garten, ja, der bringt auch viel Optimierungsgrade mit sich. Man ist bestimmt noch nicht optimal. Ich habe jetzt gehört, man kann auch Mischkulturen machen, die sich ganz gut zusammenraufen. Zum Beispiel auch Mais mit Bohnen. Die Bohnen ranken da immer Mais hoch. Und da kann man noch eine Zwischenkultur reinsetzen. Ich habe den Namen vergessen, wie der speziell heißt. Vielleicht wisst ihr nochmal. Ich müsste das später nachgoogeln. Ja, aber man kann immer wieder seine Anbauten optimieren. Man kann schauen, dass man andere bessere Behälter kriegt. Das Anbauverfahren ein bisschen anders macht. Schon mal vorgießt, wenn es zu trocken ist, bevor man überhaupt ansät. Damit kann man seinen Ertrag auf jeden Fall steigern, aber wie gesagt, ihr werdet es nicht erreichen, ein Selbstversorgungsgrad in der Stadt, das ist nicht möglich. So, na dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt euch ein bisschen informieren können über das Ganze. Bis zum nächsten Mal.